Zwei ziemlich geile Typen nehmen teil am großen 1939er Hildeberger Schnapsfest. Dabei natürlich Greis. Hildeberger und Scheunicke. Und Scheunicke. Einen guten Hildeberger Schnaps runtergeschwüppt mit einem Scheunicke-Bier. So, Schnittelmeister. Ja, ey, warte mal, ich kann gar nicht schnitteln. Ey, du hast mir da schon weggeschnittelt. Ich kann gar nicht schnitteln. Hitler schnittelt. Wow. Achtung. Okay. Ich schmeiß denen mal sowas entgegen, damit die vielleicht ein bisschen ausgeschnittelt werden. Nee. Ich auf jeden Fall diesen Flammenwerfer. Okay. Wegschnittelt. Einen habe ich schon gegordet. Andere müsste eigentlich auch gleich. Alter. Alter, mal wild. McGordon. McGordy. Okay. Jetzt. Er gordet down. Gordet down. Da kommt noch nichts. Du brennst übrigens. Wollte ja, ich ja, nur aber. Weil... Geht's in den Schlauch. Ich gehe jetzt in den Schlauch? Ja, warte mal, aber wo ist denn hier der andere? Ja, keine Ahnung, aber hier sind auch noch ein paar Ransen. Da oben, besten Alter. In der Stadt, ja, ja. Aber wir können die anderen gar nicht flamen, oder? Erst wenn sie aus dem Spritzkessel sind. Ich weiß nicht, ob der Spritzkessel zählt. Nee, ich glaube nicht. Boah, krass. Also flamen wir von allen Seiten. Einer Kessel, einer oben. Ah, du kannst immer mal reinkesseln überall. Mal hier so ein paar Kills mitnehmen. Ja, Mann, wenn dieser Flammenwerfer nur unendlich Munition hätte. Ah, dann wäre das Spiel aber ziemlich leicht. Aber es ist ein befriedigendes Gefühl, irgendwie die Zombies zu verbrennen. Ja, es ist schön, den Hitmarker zu sehen. Ja, es tut irgendwie gut. So. Tut meiner Seele gut. Munition ist knapp. Da oben stürzen sich noch ein paar in die Tiefen. So, Munition ist alle. Ich hab noch gut. Du darfst immer nur so Stöße machen. Oder so kleine Tingles. Weißt du, immer nur so leicht, zack, in den Nazi-Mund. Nur so leicht einfach in Brand setzen. Nicht zu aggressiv vorgehen. Ja, nicht so aggressiv. Immer auch ein bisschen vordehnen. Ist auch so was, was ich jetzt erfahrungsgemäß als gut empfinden kann. Und nie trocken. Nie trocken. Nee, das ist nicht. Das geht so nicht. Keiner mag trocken. Sorry. Keiner mag Abrieb. Wow, von hinten. Vorsicht! Nein, das sind motivierte... Motivierte panische Japaner-Zombies. Okay. Oh nein! Das sind alles motivierte da hinten. Ich schmeiß das nach da hinten und dann rennen die alle dahin. Vorsicht, Motivationsmeister! Ja, ich metze gerade ein. Oh. Achtung, hinter dir! Was? Von wo kommen die? Und da hinten ist auch so eine kleine Ecke anscheinend. Wo ist der Motivationscoach? Ich habe meine Motivationsdings da reingeschmissen, aber irgendwie... Was ist mit dem passiert? Der ist einfach umgefallen. Ich habe einen Munitionsbeutel für MPs. Aber wo kommen die denn her? Da, von ihm oder was? Immer so eine Motivationsgranate, Junge. Ja, Junge. Junge. Immer Granate, Junge. Oh. Hast du den Motivationsmeister besiegt? Einen. Aber hier sind noch mehr, glaube ich. Boah, da kommen jetzt richtig viele. Kümmer dich darum. Ich muss den. Wollen nicht bordern. Ich muss Motivationsmeister Johnny hier erledigen. Border Force. So, wow. Boah, Alter. Glaubst du, es kommen auch noch Kettensägenmänner? Hier, Marius, der Motivationsclub. Alter, die habe ich auf jeden Fall jetzt alle erledigt. Zwei zumindest. Ich weiß nicht, ob es alle waren. Boah, was ist das da? Ich glaube, bald mal ein bisschen Muni kriechen. Wir müssen aufpassen, ob die hier am... Maria de Santa. El Santo. Wo gibt's denn? El Santo unten. Wo gab's Munition? Oben gab's nur Gewehrmunition. Hier drüben ist Muni. Okay, der ist down. Na, komm her! Zack, Hals umgedreht. Direkt Muni gegeben, der Mann. Direkt, einfach so. Alter, hinter uns! Eben gerade den Schweißerhelm von den Kollegen da zerschossen. Was ist eigentlich hier mit denen? Oh! Zum Glück habe ich verringerten Explosionsschaden. Keep running, my friend. So ein Bunsenbrenner kann schon fies sein, wenn der hochgeht. Yeah. Irgendwie haben die wieder auf einmal Motivation, weil da hinten wieder so ein Coacher ist. Wo ist der Coacher? Coachella. Oh nein, wo ist der Coacher? Alter, das ist krass. Da. Direkt steil gehen, hast du ihn? Stand Herztreffer Offizierskill, also denke ich mal, hat er gezählt, oder? Ich trete nochmal drauf.
Mal drauf treten. Mal drauf treten. Nee, oh, da, nein, da ist noch einer. Da rechts, rechts hinterm Blumenkasten. Da will die Chrysanthemen. Achtung! Es, warum hört das nicht auf? Keine Ahnung, aber ich hab den. Bin ich durch irgendwie? Ich hab den Officer gestampft. Die Kultistenspur nicht kalt? Die Kultistenspur? Ja, ich hab eine Kultistenspur in der Nase. Oh. Alter! Wer ist denn hier noch da so ist noch motiviert? Einer. So. Hallo, was bist du? Irgendwie so ein hoaxender Pirat? Okay, wir haben die Water Pump. Liegen hier noch geile Sachen rum? Keine Ahnung, man kann auch Sachen zerstampfen hier. Irgendwo müssen auch Brandys sein, oder? Ich weiß nicht, aber ein paar Sachen waren noch gut. Ein paar Sachen, die habe ich in den Mund gesteckt. Klar, Zombie-Mund. Irgendwo höre ich hier noch einen. Hier unten, Billy der Schweißer. Billy der Schweißer. Seinem Freund. Tot. Linus, die Lederlippe. Wer kennt ihn nicht? Linus Lederlippe. Janusz Lederlippe. Janusz mit der Lederlippe. Ja, sag mal, wir können aber nicht durch den Nebel, oder was? Nee, wir müssen jetzt, glaube ich, erst nach hinten, oder? Nee, der Stern? Nee, wir müssen hier lang. Der Stern? Hier durch den... Hä? Stern? Aber wahrscheinlich, weil noch irgendjemand lebt. Geh einfach durch. Kannst du mal die Pumpe anmachen. Geh einfach durch, hier. Echt? Geht das? Hier am Rand. Wo ich bin. In dieser Richtung geht's nicht weiter, stand's bei mir. Ja. Ah, hier kann man durch. Da kann man durch. Oh, guck mal, er so, oh, ich geh nur spazieren, Jungs. Alles okay. Deine Shotgun. Oh, da oben auf dem Dach, Sniperinos. Oh nein. Oh, wie viele. Und das ist ein, das ist kein Sniper, das ist irgend so einer, der hat ne Ding. Panzerschreck. Okay, auf Panzerschrecks habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock. Alter, ich habe Sticker bekommen. Schreckmann. Für Schreckmann? Schreckmann-Sticker? Bam! Dein Schreckgesicht. Ey, ich ziele wie ein... Okay. No, Mister. Oh, oh, Mister oh. Mundmaus. Mister Mundmaus? Ich weiß nicht, dieses Wort Mund verfolgt mich. Mister Mäusemund. Dietmar Mäusemund. Zeig mir deine Lippen, kleiner Mäusemund. Stell dir vor, du hast den Nachnamen Mäusemund. Ja. Was ist das denn? Hier ist ein Fabergé-Ei. Ich würde mich umnennen, aber in Mausmaul. Das klingt einfach kräftiger. Yo, ich würde mich... Smash Mouth. Smash Mouth. Alter, da kam ein kleiner Krach. Smell Mouth. Ich bin der, der sich die Zähne nicht putzt. Smash Mouth. Smell Mouth. Warum haben die sich Smash Mouth genannt? Wow, Samuel Schlag in, Mouth. Schlag in den Mund bekommen haben. Vielleicht. Danach hätte ich meinen einzigartigen Gesangsstil. Eine Mischung aus Blut und Zähne spucken. Stell dir vor, du hast Schmaul. Ey, Moment mal, wir haben immer noch keinen... Ich schmal Schmaul. Ey, guck mal, die Hand hier. Guck mal, die balanciert. Ah, ich dachte erst, das wäre eine Rübe. Ich dachte, das wäre ein Häschen, so ein Ninja-Häschen. Oh, die Rübe zerstört. Makrop. Makrop. Alter, ich habe Makrop erledigt. Makrop, Schmockmund. Deutscher Name, das heißt Makrop. Margret Schmeckmaul. Yay! Spring. Das sieht nicht professionell aus, was wir hier machen. Ist das ein Heftchen hier drüben? Ah, ne, ist nur eine Diele. Eine zerbrochene. Ich kann nicht mehr. Oh. Mit rechts wollte er dich schlagen. Okay, wir haben schon mal einen Kontrollpunkt. Ja, das ist doch schon mal schön. Kann man eigentlich in die Lava reinfallen? Nein, ich teste es lieber nicht. Was soll denn passieren? Was geht hier draußen? Ja, es könnte ja sein, dass man gar nicht dahin kann, dass der Rand halt... Vorsicht, der Mann ist fanatisch. Hab ihn. Hab ihn nicht. Hab ihn. Ey, wie hoch ist denn dieser Explosionsradius? Au. Krass, oder? Ja, übel. Können wir so eine Kette der Explosion machen? Da hinten irgendwo ein Becken? Ich schmeiß jetzt einen Köder dahin, ja. Irgendwo wird jetzt auf jeden Fall geködert da hinten. Ja. Da, wo der Bengel steht. Da, wo der kleine Junge steht. Hallo! Hallo! Was riecht denn hier so? Kein Problem, bleib einfach da stehen. Aber die schreien. Das machen die, weil du so gut riechst.
davor, du nimmst so ein kleines Kind, schmierst es mit irgendeinem Bab ein, schmeißt ihn in die Menge. Weißt du, wenn es ums Überleben geht, machen Menschen Dinge, die würde man vorher nicht glauben. Ich würde es sofort machen. Ja, zack. Dann nennen sie sich kleiner Schmellmouth. Kleiner Timmy Tom-Tom. Schmackelu. Gar nicht nachdenken. Ich würde sagen, ey, warte. Bist schon drin? Ja, ich bin schon drin, aber ich kann wieder rausgehen. Warte, ich gehe wieder raus. Was willst du? Hier drüben war noch was. Ich wollte gucken, ob hier noch ein Upgrade ist. Nee. Ah, Mann, ich brauche Upgrade. Obwohl? Nee. Ah, ich brauche Upgrade-Kits. Ich habe vorhin, man bekommt noch fürs. Ich höre auch dauernd hier so ein Windspiel. Hier. Was so ein Windspiel. Naja, es spielt halt im Wind. Es ist Wind und sein Auftrag ist es zu spielen. Spielt die Führerballade so. Im Wind. Ich gehe rein und öffne die Kisten. Ah, hier, Deckel geht zu. Geil. Ah. Gold. Na komm, da ist auch jetzt mal Big Level Up drin. Töte 50 Gegner mit Selbstmörder-Explosionen. Es ist ja auch, da musst du halt einfach auch mega Glück haben. Oder halt immer. Upgrade Kit. Irgendwo gab's eins. Ich weiß nicht. Save! Gut. The town lies before you, which means there's nowhere left to hide. Find the cultist and silence him once and for all. Okay, wie was? Es gibt keinen Platz zum Verstecken mehr? Nee. Wie stehen wir denn jetzt da? Wir haben ihn mit dem Rücken an der Wand. Kampf. Machetenhieb Nummer 2. Echt? Hast du schon? Ja. Gegenstandsmodifikation. Ich will endlich hier den Platin-Skin. Oh. Ist voll episch. Ködergranaten-Upgrade auch bekommen. Das ist gut. Alter, was er alles hat? Ich habe alles. Ich bin so ein super cooler Typ. Okay, das habe ich auch. Hält deutlich länger. Spritzt deutlich länger. Nahkampf. Ey, ich brauche hier den Heiligen. Ich bin so weit mit all den Waffen, deswegen habe ich keinen Bock, eigentlich noch eine neue zu meistern. Ja doch, klar. Immer meistern. Ja, ich habe ja noch keine, ich habe die ja noch nicht gemeistert, deswegen. Ich will keine neue jetzt nehmen und wieder von vorne anfangen. Ja, ich habe ja auch mich gewagt. Ja, gewagt. Ich will aber nicht wagen. Weißt du, meine Thompson war halt einfach so geil schon mittlerweile, dass es keinen Bock mehr gemacht hat, mit dem fetten MG zu schießen. Aber hier. Gebe ich dir rein. Das riecht auch an meiner Stinkefaust. Lalalala. Ich weiß, bei mir geht das nicht. Ich hab, das funktioniert nicht. Ach so. Und rein damit. Geht bei jedem. Hä, was ist das da? Das? Siehst du das? Was? Hier so ein, ich hab hier so einen komischen Stern auf dem Boden. Ah jo, was ja. Ist das? Hä? Keine Ahnung. Kann man das aufheben irgendwie? Hast du es aufgehoben? Nö, irgendwie nicht. Jetzt ja, nee, da geht ja nur so eine alte Mine. Ich glaube, ich wasche mich noch schnell. Da. Nee, ich brauch das nicht. Ja klar, ich muss mich damit eindecken, weißt du, ein bisschen anschlammen, heißt das. Schmiert man sich halt als Zombie mit Alpenkultisten. Mit Schlammstoßen, meinst du, ja? Das ist aber was anderes. Mit Alpenkultistenstoß muss man sich einschmieren. Was ist das denn? Ja, das sind die sogenannten Stoßwürfel. Ja, du bist ja tot, fass mal an. Was soll ich anfassen? Die Tür? Ja, hier, die Tür. Findet einen Weg, die Türen zu öffnen. Okay. Oh. War das eine Elektromachete? Weiß ich nicht. Ich hab Machetenstoß Nummer 2 habe ich. Sah eben aus wie so eine Elektromachete. Ich weiß nicht, ob die elektrisch ist. Das muss ich. Hab ich nicht gelesen. Stand nicht im Protokoll. Aua, komm, wer ist denn hier? Na, also. Gibt ihr noch? Ja. Hans Schmander. Warst du hier im Schlafzimmer von Hans Schmander? Nee, was ist denn da drin? Schmanz Hans. Ist nämlich wohlig. Nee, ist nix. Toll. Immer wenn ich so ein Windspiel höre, muss da nicht irgendwie. Muss da irgendwas sein. Das ist so ein typisches. Was denn? Ein Pferd, das aus einem Brunnen trinkt.
Dann habe ich alles gesehen. Dann habe ich alles gesehen. Mama? Ja, hier. Schreibmaschine benutzen. Steht da. All work and play. Hä? Work hard, play hard. Das schreibe ich nochmal. Ja, all work and play. Ach nee, no play. Alle arbeiten nur und niemand spielt mehr. Ja, das stimmt. Ja. Also aus der guten alten Zeit geworden, wo die Menschen noch gespielt haben. Scharfschützen muss erledigen. Oh nein. Wo es um Spaß ging. Oh nein. Oh nee. Spiel mal wieder eine Animation. Aua, aua, aua. Guck mal hier, ich hab den zwei sauber weggedudelt. No Animation. Gönnen mir gar nichts. Nee, kriegst du auch irgendwie. Multiplayer ist irgendwie kaputt gegangen. Der letzte hier drüben? Nee. Au! Nee, da hinten ist noch einer. Into the bushes. Into the bush. Wie er sich wegteleportiert hat. Das? Wie? Warum? Warum sind Scharfschützen mit sowas verbunden? Das ergibt keinen Sinn. Das waren Seelenschützen. Da war Großmutters Seele drin. Alter, hier sind auch so ein paar Rote bei wieder. Was hat er da? Ja, du Rassist. Was denn? Oh, geil, ein paar Rote noch abschlachten. Ja, ich hab mich geil gesagt. Der Rode. Der Rode. Ah, ich glaube, wir müssen auf den Kasten schießen, Ei. Ah, jo, auf den Kasten. Achso, jetzt ist das von Kraftfeld. Kommst du nicht ran. Das Kraftfeld ist weg. Hä, wieso kann man... eine Knarre. Wieso kommt man von da aus nicht ran? Was ist das für Frevel? Ja, hier kommst du ran. Warum tut ihm das weh? War das verbunden mit seinen Eiern? Er wohnt im Stromkasten. Na Gott, nein. Er wohnt im Stromkasten. Meine Frau und meine Kinder. Vor mein Zuhause, ihr Schweine. Ihr Schweine. Was ist mit dem? Der stinkt. Guck mal, geh mal dahin, der dampft. Ey, mit dem kannst du aber interagieren. Ja. Was war das, ein Reißverschlussgeräusch? Ich musste einen Hodenabdruck machen. Jeder Hodenabdruck ist einzigartig. Excellent. I'll inform command immediately. Now, we must proceed with the task at hand. Destroying the final hell tower. Okay, was ist hier? Müssen wir hier rein ins Wohnzimmer? Ja, klar. Der hat eine Knarre. Demolition Dude. Ich glaube, der eine lebt noch, oder? Nee. Der Demolierungsmann. Der Demolierungsmann. Oh nein, das sind wieder Schnippis. Zwar jetzt nicht besonders stilvoll, aber effektiv. Stil ist was für Junge. Die ist immer aufgefallen. Menschen. Die Alten, die spritzen einfach. Da rennt doch eine Hand rum. Vorsicht! Aber die flieht. Die Hand läuft davon. Hab sie. Raphael. Erst dachte ich, es wäre eine Ratte. Hier sind Elektrogranaten, falls jemand Bedarf hat. Nee, ich bin voll. Ich habe Brand und Schmöder. Brand und Schmand durchs ganze Land. Fast. Brand und Schmand. Ich sammle abgestorbene Hände, die sich von allein bewegen können. Steppenbrand am Rosettenrand. Schmandbrand. Wenn da wieder dieses Peperoni-Schmand ist. An der Schmandhand. Jetzt nicht Peperoni-Schmand? Oh, warte mal, da ist irgendwas aus einer Tür rausgefallen. Noch mehr. Fällt eine Menge. Denn schon wieder Ende? Ich weiß nicht. Ja. Ab und zu gibt's so Abschnitte, wo du denkst, hä? So super kurze Abschnitte, ne? Ja. Oh, drei Zombies und fertig. Und halt noch hier so ein übersteht. Dokument. Alter, der hat einen Hinterhalt gestartet. Auf einmal kamen hier vier so überall. Oh nein. Oh nein. Sie sind direkt vor mir erschienen und wollen meine Gebeine. Ja, aber hier ist der Gebeinmann. Hier ist ein Kettensägenbeini. Der Mann hat uns in den Hinterhalt gelockt. Was a Trick! Das war's ein Trick!
German Trickman. German Trickman. Es raue Feier. Oh nein, er rennt aber einfach los. Ja, ich hab ihn ein bisschen ausgebremst. Gib ihm göttliche Götterschüsse. Direkt in sein Gesicht. Götterschiss? Ja. Oh, der Helm, der ist da oben schon so ein bisschen aufgeplatzt. Nee. Lauf davon, junger Mann. Oh, oh. Warum mich? Er will alle. Er schwingt doch schon. Er schwingt doch schön. Sein Ding. Oh, er hat seine Freunde zersägt. Jetzt wird er sie richtig sauer. Alter, was der aushält, Dickmann Joe. Oh nein, der will mich. Ja, jetzt auf die Knie. Ich hab keinen. Hast du Takedown? Nö. Na, dann einfach rauf auf den Schädel. Zu viel Zoom. Ich sag ja, der muss irgendwo eine Schwachstelle ich haben. Ich häng hier schon wieder. Ja klar, der Helm. Alle sagen der Helm. Ihm zum Bücken bringen. Irgendwas muss ihn doch zum Bücken bringen. Jeder hat irgendwas, was ihn zum Bücken bringt. Alter, was der aushält. Das Wahnsinn. Ist ja jetzt. Oh, ey, jetzt trete ich ihm nochmal in seinen fetten Arsch. Ja, blöde, dumme. Blöde, dumme. Schweine Sau. Oh, warte mal. Vorsicht, hier ist noch ein Schweinemann. Ja, du Schwein. So, die Folge ist vorbei. Schweine. Okay, geil. Geil, Mann. Geil, jetzt noch nicht zum Stern laufen. Nee, aber hier unten ist auch noch irgendwas. Hier gibt's noch ein bisschen... Brise zu schmecken. Lava. This way steht da. Irgendjemand wusste es. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Wisst ihr Bescheid. Tschüss. Wiedersehen.